Es ist wirklich eine sehr, sehr anstrengende Woche, die, glaube ich, vor uns liegt. Wir machen gerade mehrere Autos gleichzeitig hier. Und da Fabi gerade hier auch in Brass ist, mache ich das dann gerade. Nee? Ich will dich jetzt auch gar nicht rausschicken oder irgendwie, aber ganz kurz, weil dann geht's weiter. Ne? Also, bis gleich. Lauf ich denn? Also hörst du mich? Was? Wir laufen, ja. Achso. Wenn es reinläuft, möchtest du das kurz erzählen? Ja, dann machen wir das. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg zum Wochenmeeting. Ihr habt uns oft gefragt, hier Tagesabläufe, könnt ihr nicht mal mehr vlogmäßig mitnehmen? Das tun wir jetzt. Wir sind in der Woche, wo normalerweise am Wochenende das 24-Stunden-Rennen anfangen würde. Wir wären heute auf dem Weg, schon aufzubauen. Wir haben Montag den Musste einblenden, also Montag, ne? In der 24-Stunden-Woche. Und wir nehmen euch jetzt mal per Einzelvideos jeden Tag mit. Ja? Und wir haben echt viel zu tun die Woche. Und wir zeigen euch einfach mal, wie jetzt die Woche nach 10 Jahren abziehen, also seit 10, 11 Jahren war ich immer am Ring die Woche. Diesmal wird gearbeitet. Obwohl, das ist ja auch Arbeit, ne? Guten Morgen. Alle da. Es ist wirklich eine sehr, sehr anstrengende Woche, die, glaube ich, vor uns liegt. Fabi und ich haben viel Endkunden die Woche. Wir haben jetzt einen Polo und einen GTI, der sollte gleichzeitig kommen um 9. Beides mit Prüfstand. Haben wir noch einen 55 Diesel heute, einen SLK, einen Cayenne mit Prüfstand heute Nachmittag und einen McLaren Stage 2 mit Prüfstand und einen Alfa Stelvio ohne Prüfstand. Morgen auch 5 Endkunden, Mittwoch die 4. Donnerstag hat ein Teil von uns RCN. Dann wollen wir Samstag mit dem 37er Scania. Und eine Kehrmaschine kommt noch. In diesem Sinne bin ich mal gespannt, ja, wie die Woche so wird, oder? Gut, danke. Früher, ne, haben wir uns ja hier immer getroffen. Aber durch Corona treffen wir uns jetzt halt. Das sieht nämlich deswegen so komisch aus. Deswegen glaube ich hier auch mit dem Laptop rum. Normal haben wir Wochenmeeting immer hier gemacht, mit allem Mann. Und dann hatten wir es auch vernünftig auf dem großen PC und so, aber das ist halt aktuell. Ne? Sicherheitsvorkehrung. Sicherheitsvorkehrung, genau. So, Kevin, hast du was liegen lassen? Nee, nee. Frederik, kommst du kurz? Kommst du auch kurz, Chris? Kurze Marketingbesprechung. Gut. Ist gut. Okay. Willkommen zu einem neuen Video mit einem coolen VW Golf 7 GTI mit 245 PS und 350 Newtonmeter. Kriegt bei uns eine Stage 1. Ah, das wird eng. Mein Freund. In diesem Sinne, auf den Prüfstand geht's. Ja.
Mercedes SLK 350 Sportmotor. Hat 305 PS, soll er haben. Aus 3,5 Liter Hubraum. Geht aber nicht auf den Prüfstand, oder? Nicht auf den Prüfstand, ist für einen, auch ein Händler von uns hier, also für ein Autohaus mehr oder weniger, was uns das bringt. Und da Fabi gerade hier auch im Brass ist, mache ich das dann gerade. Ne? Ich lese mir den jetzt und schicke ihn hoch. Gut, ne? Richtig gut. So. Polo 1.2er TSI mit 90 PS. Und den nehmen wir für euch mal mit. YouTube-mäßig bekommt eine Software Stage 1. Ich bin guter Dinge, dass wir das an so einem Montagmorgen hier hinkriegen, 100 auf 200 zu schaffen. Komm, Junge! Komm! Huhuhuhu. 19,2! Hör mal, hätten wir das gemacht, 100 auf 200, was, wie kann ich das überhaupt sagen? 100 auf 200, das hätte nie funktioniert. Auf geht's am Prüfstand, weiter geht's. Den habe ich umgezogen, weil es so warm ist. Ist echt warm geworden heute noch, ne? So, wir hatten vorhin 15 ungefähr, ne? Ist schon Wahnsinn, dass wir es schon wieder vergessen haben. Aber man muss dazu sagen, wir machen gerade mehrere Autos gleichzeitig hier. In diesem Sinne zum nächsten Auto, weil wir haben noch zwei vor uns heute. Es ist warm, oder? Es ist richtig warm geworden. Also es ist richtig warm, ist nicht, aber es ist zu warm für den Hoodie. Das ist zu warm. Ja, ich habe mich umgezogen und... Hast du Mittag schon gemacht? Ich habe Mittag schon gemacht, aber so... ich bin gerade in den Landmarkt gefahren und habe mir ganz schnell Tagesmenü geholt. Es gab Nudelauflauf. Und habe das, wie so oft, kurz verschlungen. Und bin jetzt wieder on the line. Ich finde solche Tage grundsätzlich ganz cool, gerade am Anfang der Woche. Erstens macht es einfach Bock, wenn man sieht, dass das einfach viel zu tun ist. Es darf halt nicht zu viel sein, du musst halt alles hinkriegen, gerade so in der Leistungssteigerung. Manche denken immer auch, ja, Auto lesen, Daten reinschreiben, alles toll. 95% der Autos, die wirklich nur eine Stage 1 oder 2 kriegen, die wir schon oft gemacht haben, wo wir alle Erfahrungswerte haben, ist das auch so. Bis jetzt, toi, 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 heute ist es auch noch so, aber heute ist halt auch besonders. Ne? Das ist nach dem Wochenende, meistens haben wir eh immer relativ viel Händlergeschäft. Unsere Asiaten waren schon wieder echt brutal fleißig. Wenn ich jetzt mal so sagen darf, wir haben mehr als 4-5 Autos alleine für Thailand heute schon gemacht. Und das ist natürlich das, was ich auch gemeint habe in dem Video, warum ich kein 24-Stunden-Rennen, dass ich immer busy bin, ist immer klar, aber... Wir haben gerade seit 7-8 Monaten, muss ich wirklich sagen, viel Softwareverkauf. Also unsere Händler sind sehr aktiv weltweit und das bleibt halt alles an mir hängen, was auch geil ist. Und es ist ja sehr oft gewesen, wenn wir dann Motorsport gemacht haben, ich bin raus, 2 Runden gefahren, wieder an Laptop, Daten gemacht, habt ihr ja damals letztes Jahr alle gesehen. Und wenn es halt zu viel wird, dann irgendwann leidet natürlich auch die Qualität darunter und deswegen... Nochmal mein Statement, ich bin nicht böse, dass wir Montag, 21.09. jetzt haben und ich weiß, dass ich am Wochenende nicht fahren darf, weil es einfach genauso weitergehen wird. Und was natürlich auch immer dazu kommt, was ich auch schon mal in 2-3 Videos erklärt habe, ich habe natürlich auch befreundete Tuner-Kollegen, nicht viele, aber eine Handvoll auch.
Und da brennt es heute auch. Danny, hier beste Beispiel gerade, ein sehr großer Tuner, auch aus Tschechien, hat einen E63S da stehen mit OPF off und kriegt das Auto nicht ans Laufen. Kannst du mal bitte? Natürlich mache ich das, weil wenn eben bei mir es mal brennt oder so, dann bin ich auch froh, wenn er einem aushilft. Und da habe ich heute alleine schon 3 Fälle gehabt, dass ich Leuten auch zum Glück weiterhelfen konnte. Ja, es ist einfach, wenn es so läuft wie heute, habe ich auch wirklich null Zeit für irgendwas. Entweder bin ich dann unten, helfen Fabi. Wie gesagt, heute sind geplant, habe ich gar nicht gesagt, ne? 7 Endkunden, hier alleine. Und davon 5, 4, 3, 4, 4 mit Prüfstand. Außer mal Nase putzen, 3 Kaffee ziehen. Ich finde es geil, das ist null, ne? Ich finde es einfach geil, dass es so ist. Und deswegen muss ich mich darauf konzentrieren. Und habe ich sonst irgendwas vergessen? Was heute so passiert ist? Nö. Mansur ist am BMW am Vorbereiten für die RCN und Felix ist am C400 noch Klimaanlage, fürs Klimaanlagebefüllen vorbereiten. Der hat unseren Stage 3 bekommen und kriegt jetzt noch die Klimaanlage befüllt. Das habe ich so gesehen. Und sonst läuft es auch alles, ne? Bei bestem Wetter. Der 5er ist schon durch, ne? Da war ein Auto aus Tschechien. Genau. Stimmt das? Oder Slowenien? Ich hab's Tschechien. Gesehen. M550 Diesel, unser Powerseller der Nation, oder? Bin da echt froh drum, dass es so ist, wie es ist. Also, ich will dich jetzt auch gar nicht rausschicken oder irgendwie, aber ganz kurz, weil dann geht's weiter. Ne? Also, bis gleich. Auf geht's mit der Rakete. Ja, komm, das sind, ne, was habe ich gerade gesagt, über 30 PS hier mehr an Leistung, oder? Doch, ja. So. Wir haben heute einen schönen Gast, und zwar einen McLaren 675 LT. Wir sind jetzt dafür da, um einmal die Software anzupassen, weil natürlich Auto hat Lampe an durch die Sport-Downpipes. Ich habe gar nicht gefragt. Christoph, weißt du, welche Cuts der Kunde drin hat? Wir zwei machen jetzt einmal 100, 200. Wir sitzen gerade noch im McLaren und haben das YouTube-Video zu dem Auto gedreht und wir nehmen jetzt gerade noch den Vlog auf für heute. Ich glaube, es war ein ganz cooler Tag, hat mir Spaß gemacht, Kevin ist auch noch gut gelaufen, trotz einem sehr schnellen Testfahrt am Ende. Wir haben knapp 6 Uhr, dann müssen wir jetzt um die 18 Uhr haben. Ich hoffe, euch hat der erste Tag gefallen und ich würde sagen, morgen geht's weiter. Einmal für dich aus dem zweiten.